Wir machen heute ein 1000-mal Megabox-Opening-Battle im Duell gegen Lukas. Und was dann passiert ist, ist einfach nur unglaublich. Viel Spaß! Creator Code Jo Jonas. Und damit legen wir direkt los mit der allerersten Megabox. Ich habe 3 verbleibende Gegenstände. Was hast du? 5, okay. Ja, okay, ich bin einfach mal gespannt, wer heute so mehr zieht und vor allem natürlich, welche verbleibenden Gegenstände wir so alle haben. Auf was tippst du, Lukas? Boah, was wir heute als Maximales schaffen. Ja. Boah, das ist sehr schwer zu sagen. 14? Digga, ich glaub, das wird schwer. Aber wir sagen mal 16 verbleiben sogar. Ja, wahrscheinlich. Nee. Mega, ey. Ah, ist nur der Skin. Oh, 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 Jonas. Wir haben so ein paar Brawler schon freigeschaltet, dass wir halt natürlich möglichst viele verbleibende Gegenstände haben können. Also so, ich weiß nicht, so 2, 3. Ich hätte nochmal 6 verbleibende. Digga, ich hatte in dieser Box. Ja, okay, nee, 2 Profilbilder. Da ist nur 1 bis 5. Wo ist denn die 14? Junge. Ja, ja, wir schauen mal. Also eine 10 wäre schon krank. Also ich würde einfach sagen, wir machen für den, der im Laufe des Videos die höchste verbleibende Zahl macht, was machen wir, wie viele Punkte extra? Vielleicht 10 Punkte extra nochmal? 10 extra, ja, oder? Okay, ja, okay, hört sich gut an. Ich habe nochmal eine blinkende 2. Oh mein Gott, ich hatte eine 100 Juwelenbox eben. Ich habe es gar nicht gecheckt. Oh, ich habe 3. Leute, das ist geisteskrank selten. Ich glaube 0,009 oder so. Also da gibt es auf jeden Fall eine offizielle Chance für. Achtung, guck's dir nochmal an. Und boom, 100 Juwelen in einer Megabox. Das ist das Krasseste, glaube ich, oder? Okay. Die 100, ne? Das ist sehr, sehr selten. Hm. Sehr, sehr krank. Dieses Spieler-Icon von Max, Junge. Was haben die da früher gemacht mit ihr, frage ich mich. Oder? Ich check's auch nicht. Nummer Colt. Ah, ne, den gesetzlosen Colt. Der sieht 1:1 gleich aus. No joke. Man kann ja gar nicht Colt ziehen. Macht auf jeden Fall Sinn. 9! Oh, ich hab 9. Was? Wie früher. Auch unter diesem Video könnt ihr wieder den neuen Bull Minotaurus Skin gewinnen. Das heißt, ihr müsst einfach nur meinen Kanal abonnieren und dafür einen Kommentar schreiben, wenn ich euch den Skin schicken soll. Zum Beispiel Mail oder Instagram und so weiter. Es werden noch viele Update-Videos kommen. Also wie immer, abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Alter, Junge. Mega. Ja, ist schon mal sehr nice. Okay, lass mal kurz stehen, würde ich sagen, oder? Das ist krank, kannst dich ja suchen, ob du auch irgendwas hinkriegst. Lukas, machst du so ein paar Boxen auf und dann mache ich auf. Ja, ich kann 9 verbleibende einfach. Das war damals so krank selten. Das ja, ich war der Erste halt, ne? Ja, du warst auch der Erste und das hat auch so 2 oder 3 Millionen Klicks, glaube ich, bei dir, oder? 3 Millionen, ja. Alter, ey. Auf geht's wieder für die 3 Millionen Klicks. Ah, Junge, ey. Soll ich da jetzt schon wieder mithalten? Jonas, du machst mich einfach kaputt, Junge. Wirklich. Das ist schlecht. Einmal nochmal den prähistorischen, nee, den Höhlen. Okay, ich bin nochmal so 2, 3 Boxen. Ich meine, ich glaube, die 19 unter Umständen nicht mal das Krasseste heute, je nachdem, ne? Ja, ja. Okay, ich mach mal. 8, 7, 6, nix blinkt. Ja, ich guck mal bei dir zu. 5, blinkende 5. Die 5 blinkt, Digga. Okay. Alter, was? Ah, goldener Barley. Aber die 4 blinkt, du hast noch was danach? Okay, dann den Sternenwunder Shelly Skin. Ja. Hin. Und Spiele-Icon. Okay. Alter, ist ganz nice. Ja. Sieht auch satisfying aus. Schon mal 9 verbleibende. Ist schon mal nicht schlecht für den Auftakt. So, jetzt hängt irgendwie die Box. Sekunde. Ja, Junge. 5 verbleibende. Nice. Okay, geklappt. Let's go. 7. Yes. 7. Alter, Junge. Ja, die 3 blinkt. 6 verbleibende. Ja. 7 ist okay. Ja. Sommerfan Jesse, so ein Spiele-Icon und nochmal so ein Spiele-Icon. Ja, bei mir hat die 3 auch geblinkt, aber war jetzt nichts ultra krasses leider. Zack. Fünf. Und Abfahrt, 4 verbleibende. Und nochmal der gute alte OG. Rockstar Cold und der Big Box Pin. Nice. Ja. Wie findest du diese Classic Skins, Jonas? Würde mich mal interessieren. Oh, Sekunde, ich habe 2 Brawler, glaube ich. Oh. Hank. Und Ems. Oh, nice. Ja. Stabil. Richtig. Boah, ich sag ehrlich, diesen. Ja, die sind halt okay, ne? Man kann sich gratis mitnehmen, aber die sind jetzt eigentlich nicht so spannend, oder? Was würdest du sagen? Ja, ja. Also ich finde die, als einzelne Skins würde ich glaube ich nicht spielen, aber dafür, dass es komplett gratis ist, ist es wiederum cool, ne? Aber ich finde diesen Höhlenmensch-Rank, den neuen, sehr cool. Ja, also finde ich auch. Den feiere ich. Und vor allem, man kann ja auch zum Beispiel Skins wie Sakura Spike, Rockabilly Mortis, also diese Archivskins, ja, kann man ja auch ziehen. Ja, das ist geil. Echt cool. An der Stelle, wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich ganz rechts kostenlos im Shop unterstützen mit meinem Creator-Code. Der heißt JoJonas, ist völlig kostenlos. Könnt ihr alle 7 Tage neu antragen. Und damit ermöglicht ihr auch meinen Content, dass ich das Ganze für euch hauptberuflich machen kann. Vielen Dank. Okay, oh, ich habe... Oh. Ling Hoheit Rico. Das ist auf jeden Fall die geilste Farbe. Ja, ja, da gibt auch nochmal einen Punkt für den Skin auf jeden Fall. Bei mir nochmal der Juwelenhoheit, Rico. Nice. Ich hab den altnordischen Bull.
Den auch so altnordischen Bull. Was ist denn ein altnordischer Bull, Mann? Das ist halt die Frage, ne? Muss ich sagen, die Varianten gefallen mir eigentlich ganz gut insgesamt. Boomer Dynamite kam am Start. Let's go. Hier. Bibi. Einfach Bibi am Start, ey. Ja, 5. Ich bin mal gespannt, wer jetzt heute so den neuen Rekord schafft. Und ich werde nicht geprankt, das ist nämlich der weiße Crow. Aber, okay, nochmal. Oh, ja. Jetzt hatten wir noch keinen legendären, oder? Nee. Nee, wir hatten noch keinen legendären, tatsächlich. Oh, lol. Lol? Bling, Hoheit, Rico und die 2 blinkt. Ja, ich seh's. Okay, Sommerfan Jesse. Sommerfan Jesse und wahrscheinlich der Pin nochmal, genau. Maisie. Ja. Ja, okay. 7 von 26. 3. Ja. Deputy Brock. Ja, jetzt Deputy kommen gerade nicht so die Brawler, die ich mir wünschen würde. Also ich würde es halt gerne. Entweder so eine hohe verbleibende Zahl oder halt einen legendären Belt, krass. Ja, safe. Gems. Also so. Ich hab nochmal Wikinger Bull. Also, wenn wir jetzt nochmal so ein paar Legis haben würden und. Also du hast ja 9 verbleibende, das wird auf jeden Fall schwer zu toppen. Ja. Sag ich ehrlich, aber mal gucken. 2. Oh mein Gott, 3 verbleibende. Das ist so random, dann zieht der eine 14 und der andere zieht 2. Das ist so komisch bei diesen Boxen manchmal, ne, was da möglich ist. Ja, echt krass. Maisie. Ich hab nochmal Sakura 2. Mandy meine ich. Ja. Findest du es jetzt eigentlich cool, dass Skins einen Custom-Background haben oder fandest du es vorher besser? Ich finde den neuen Custom-Background viel cooler, ehrlich gesagt, du auch? Ja, ne? Ja, ist ja besser, davor ist er immer nur blau gewesen. Was ich aber auch cool finden würde, wenn es zum Beispiel so für die Seltenheit der Skins verschiedene Backgrounds gäbe. Ja, stimmt, ne? Weißt du? Also. Findest du es nach Thema oder nach Seltenheit besser? Ich finde es, glaube ich, fast. Oh mein Gott! Lol, Rom und die 2 blinken noch. Vielleicht habe ich 3 Brawler in einer Megabox. Hatte ich einmal gehabt schon. Ah, nee. Okay, das ist der altnordische Fang! Okay. 5 Oha. Punkte. Also, ich glaube, ich fände bei den Skin-Backgrounds sogar nach Seltenheit cooler. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich glaube, ich finde es auch nach Seltenheit irgendwie cooler. Wobei, dann sind die halt einzigartiger, ne? Aber, ja. Ja, aber zum Beispiel, du hast ja bei den Monster-Eiern konntest du auch Robo-Mike ziehen. Der war ja ein legendärer Skin, ne? Das wäre schon irgendwie cool, ne? Ja, ja. Wenn er so einen geilen Leggy-Background hätte irgendwie. Ja, ja, das stimmt schon. Cool. Das wird schon nochmal besser aussehen. Oh, vielleicht cooler. Rift. Ja, nice. Wird vielleicht cooler aussehen als so ein, keine Ahnung, als so eine Wüste. Wenn du weißt, was ich meine. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Upgrade, ne? Zu vorher, muss man ja sagen. Ja. Früher hatten die ja auch alle genau den gleichen mit dem blauen. Und ganz früher hatten, glaube ich, auch alle diesen. Background von Meilenstein-Brawler sogar bei Skins. Das ist, ja. Oh, was? Oh mein Gott, ich Digga. Dachte kurz, es ist vielleicht doch der Skin, ne? Aber es konnte der Skin nicht sein, weil ich, ja, nice. Richtig. Digga, stark, Mann. Ja, wir hatten halt schon die 2 Legendären am Anfang freigeschaltet, damit wir diesen Trick für die mehr verbleibende Gegenstände nutzen können. Also, dass wir halt mehr Skins und so ziehen können. Deswegen, nicht wundern natürlich jetzt hier. Nice, genau. Mann. Hast du schon Legendären? Ich hab noch keinen Legendären. Ah, schlecht. Ich wurde nur einmal geprankt von Supercell, aber ich bin nicht drauf reingefallen. Naja, stimmt. Also beim Spike. Wie heißt der Pyromane Spike? Kennst du diesen? Der Skin? Der sieht auch aus wie Spike, wenn man den zieht, der Schatten. Ja, das stimmt. Naja, da bin ich auch drauf reingefallen. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Let's go! 5 verbleibende Gegenstände. Und. Was ist das? Sheriff Shelly. Genau, Sheriff Shelly. Kann man mal machen. Bei mir ist es Squeak, let's go. Auch nicht sieht schlecht. Eh nice aus, der ist so ein bisschen durchsichtig, ne, wenn er sich dreht, habe ich auch gesehen. Ja. 2. 4. Digga, ey. Ah, XP-Verdoppler. Ja, jetzt kommt er nicht mehr so viel, ehrlich gesagt, bei mir. Weiß nicht. Ich wollte kurz sagen, es ist aber nicht Spike, es ist Sakura Spike. Es ist Sakura Spike. Nee. Ja, okay. Ja, bei Sakura Spike fällt man auch fast drauf rein, ne, aber der sieht doch ein bisschen anders. LOL! LOL! Ey, das ist übel krass. Was? Ich dachte, das geht gar nicht. LOL. Alter, wir hatten noch nicht einmal einen neuen Brawler. Ja, einfach Barry gezogen. Weil wir das nicht gesagt haben. Ey, das geil. Ist heftig. Ich muss überlegen, ob ich noch das Vorschaubild packe oder nicht, ne? Ja, vielleicht ziehst du ja sogar noch Clancy, weißt du? Ja. Ja. Ey, wie random einfach. LOL. Ich dachte, man kann die gar nicht ziehen hier, aber es geht wirklich. Ja, das macht das auch nicht. Rocket Billy Mortis auf jeden Fall. Krass. Das ist wirklich heftig. 3. Mortis, Rockabilly. Pin und Spieler-Icon. Und
2. Ja, aber Barry schon mal sehr seiner. Oh, nochmal Stu sogar, oder? Alter, ja. Ace. 11 von 26. Boah, wahrscheinlich. Ey, du führst richtig krass, ne? Wahrscheinlich. Ja. Das ist echt unlucky. Komm, gönn einen Leggy oder hohe verbleibende Zahl auf Ehre, Junge. Gönn. 5. Jesse. Schatten. Krachen bitte, wenn Jesse oder Pin. Nice. Komm, gönn, Bruder. Ja, jetzt noch Clancy oder halt so ein Legendärer. Oder natürlich nochmal viele verbleibende. Das wären so ja, die drei Optionen. Safe, das wäre krass. 2500 XP Verdoppler habe ich gerade bekommen. Digga. Aber ist einfach Jonas, so ein Monatsvorrat. Ja? Fühlst du es auch? Fühlst du es auch, Jonas? Was fühle ich? Digga, einfach OG, Junge. Megaboxen. Ach so, ja, das stimmt. Digga, es ist einfach unfassbar. Leute, ich war so traurig, als ich damals gehört habe, dass Megaboxen entfernt wurden. Ich war so traurig, ich habe wirklich alles überdacht. Da ist für Lukas eine Welt zusammengebrochen. Nee, jetzt wirklich. Bei mir ist alles zusammengebrochen. Und dann, als ich gehört habe, Bruder, die kommt zurück, Digga. Der Phönix ist aus der Asche auferstanden, weißt du? So ja. 5. Es ist tatsächlich der Juwelen-Hoheit-Rico. Den habe ich mir gewünscht. Rise like a Phoenix. Ja, muss wirklich sagen, also vor allem. Ach, ich dachte, die sieht aus wie Crow manchmal, ne, Colette? Ich habe jetzt 13 epische Brawler, by the way. Wie viel hast du denn eigentlich? Ist schon ziemlich viel, oder? Ich kann da, glaube ich, nicht mithalten. Also, ich habe nicht so drauf geachtet, aber ich habe niemals 13 Stück. Okay. 4. Oh, ich kann es jetzt sagen, ich habe insgesamt 28 Brawler, aber ich habe nur 5 epische gezogen. Lol, aber mythisch hast du auch, okay. Mythisch habe ich 2 gezogen. Also. Ja. Nicht wirklich gut. Oh lol, Bling. Let's go, Junge! 4. 4 remaining items. 4. Pam! 4 Items! Unterstützer? Digga. Pam. Ja, ich zieh die ganze Zeit 4 verbleibende. Oder 3. 2. 4 oder 3, Junge. Und es ist Bass! Let's go, Junge! Ja, immerhin, 5 Punkte, ne? Die mythischen summieren sich auch immer ganz gut eigentlich, ne? Das stimmt. 3. Come on, Bruder, 3. Come on. 3. Und es ist nochmal. Lilly, let's go, Junge. Kann man machen. Nee, jetzt kommt irgendwie gerade gar nichts mehr. Doch! Blinkt eine 3 nochmal. Ah. El Rey Primo. Der Pin dazu und das Spieler-Icon. Krass, Mann. Ja, jetzt wäre halt nochmal so ein Brawler oder so wichtig, ne? Ja. Du ziehst gerade auch nichts mehr. Ah. So eine 7, 2, komm. Und 4. 3. 4. 3. Ah, irgendwie kommt nichts. Ja. Wieder 4. Ja, bei mir ist auch so, wie soll ich sagen, jetzt nicht ultra stark. Zack. Nice, Melody. Oha. Das kann man auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Ja, also 5 Punkte, 5 mythische, solid auf jeden Fall. Ja, 5 mal 5. Richtig. Also ich glaube, dann hast du 3 gezogen, weil wir hatten ja... Ah ne, 4 hast du gezogen. Mortis hatten wir ja schon. Ja, so, stimmt, ja. Okay. Genau, das darf man natürlich nicht vergessen. Ja. Dafür habe ich den 15. epischen Brawler. Ja, hä? Das stimmt. Ja, das ist doch übelkrank, oder? Du hast also so 5 oder so, meintest du? Ja, keine Ahnung. Also bei mir ist nicht so geil. Rom. Ich hab nochmal Bell, das ist jetzt der 6. Hä, du hast 10 mehr als ich? Das ist mich um 16. Das sind 30 Punkte mehr. Oh, Junge, was? Ich hab gar nicht, Junge. Ich hab die epischen gar nicht so im Blick gehabt, ehrlich gesagt. Und, let's go. 4. Oh, es kommt sogar was aus der 4 raus. Der 17. epische Brawler ist es dieses Mal. Das ist krank, Mann. Also ich habe ja noch nicht mal einen legendären hier gezogen, ne? Ja. Okay, wir haben nochmal Charlie immerhin. Der 6. mythische. Aber also das verstehe ich wieder mal wirklich gar nicht. Also irgendwie, bisher diese ganzen Opening Battles, da habe ich überhaupt nicht reingelackt. Also 0%. 2. 3. 4. 4 jetzt. Nee. Oha. Aber auch nicht, ne? Ja, jetzt kommt da irgendwie nichts mehr. Jetzt kommen irgendwie. Auch die Verbleibenden sind gerade nicht mehr so hoch. 4 wieder. Komm. 4. Wieder 4. Jetzt kommt auch immer 4. Immer 4 und nichts im Box drin. Wieder 4.
3. Digga, ey. Come on! 4. Zack! 3 verbleiben. Und 3 verbleibende. Und 3 verbleibende. Ja. Weiter 4. geht's hier. Wieder 4. Wieder 4, ey. Jonas, was ist der Zauberspruch für einen legendären Brawler? Ich hab noch keinen. Ich bringe jetzt keinen Zauberspruch für einen legendären Brawler. Abracadabra. Bayon haben wir. Mach Leon in mein Inventar. Wenn der klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, bei der nächsten blinkenden Zahl. Bei der nächsten blinkenden Zahl, Leute, spreche ich den nochmal. Dann muss es funktionieren. Alter, wenn man den zu Hause spricht, oje. Jeanette! Abracadabra. Jeanette, auch krass. 7, aber zumindest bei den mythischen sind wir relativ gleich. Aber ja, das stimmt. Also 7 mythisch ist eh solid, muss man wirklich sagen. Okay, Jonas, die 1 blinkt. Ja. Abracadabra, mach Leon in mein Inventar. Ja, Digga. Also, sag ehrlich, wenn jetzt auch noch Leon gekommen wäre, wäre ich auch vielleicht auch mal ausgerastet sogar. Das wäre so eine 1 zu 1000 Chance oder so bestimmt gewesen, oder nicht mal? Ja. Echt? Ja, wirklich so 1 zu 1000, denke ich. 1 zu 1000, denke ich auch, ja. Oh mein Gott. Dann würden den alle zu Hause machen, den Spruch. Dann wäre das so ein TikTok. Das wäre eigentlich sehr witzig. Oh Mann. Das müsstest du so aufnehmen, so 1000 Megaboxen aufnehmen, das jedes Mal sagen und dann hast du eine, wo es klappt. Ja, ich mach gleich nochmal einen anderen, Jonas. Vertrau mir. Das wird was. Bei der nächsten blinkenden 1, Leute, gibt es den nächsten Zauberspruch. 3. Der 3. Ja, jetzt okay. Oh! Okay, Jonas. Ganz wichtig jetzt. Simsalabim. Simsalabim. Wenn ich jetzt drücke, habe ich Cordelius. Das war's wirklich komplett. 18 epische und 10. Ja, zweimal Edgar einfach nebeneinander. Sah eigentlich auch ganz cool aus, ne? Oh! LOL, das ist auch Barry. Einfach mal das Eiseinhorn, Leute. Clancy würde noch fehlen. Das wäre geil, ne? Ja, Clancy wäre auch crazy. Ich finde es so random, dass sie ihm einfach die Waffel auf den Kopf gebappt haben, ne? Ja, das ist irgendwie geil, ne? Vor allem, dass das auch nicht runterrutscht oder schmilzt, ne? Das ist einfach für immer da drauf. Ja. Dann war es mal wieder komplett. Barry ist sowieso auch sehr interessant mit diesem Eisangriff und dieser Waffel, muss man wirklich sagen. Aber ich bin mal echt gespannt. Ja? Ich glaube, Barry. Ja! Lol, du hast noch keinen legendären, oder? Stimmt. Oh mein Gott. Sandy. Ich hätte Simsalabim Sandy sagen sollen. Aber wir gönnen mir auf jeden Fall den legendären, Leute. Richtig Gott. Geil, Junge. Jetzt mal so. Es sind halt nur noch 4 die ganze Zeit. So 5 ist irgendwie gar nicht möglich mehr. Komm. Einmal 5. Nee. Das stimmt. Ich glaube, wenn es dann 5 ist, ist es safe eigentlich was drin immer. 4 wieder? Ja, bei so 5 oder 6 verbleiben hat man immer safe eigentlich. Ja. Manchmal auch bei 4. 3! Bei 3 habe ich einfach Angelo bekommen. Oha. Krass. 19. Ich weiß noch. Also, mein allererstes Megabox Opening Battle war auf der Gamescom mit Clash Games zusammen und er hatte bei 3. Ja, ich weiß einfach, noch. Einfach Crow, Digga. Ich habe einen Gem aus der Box bekommen. Ja, wieso hängt denn jetzt jede Box? Was mache ich denn jetzt da? 14! 14! 14 verbleibende, Junge! Als ob das passiert? Nee, oder? Da ist Lukas zurück, Digga! Okay, gib mir mal die Chance. Gib mir mal die Chance, ob ich ausgleichen kann. Junge! Nein! Nice! Okay, 4. Okay. Alter, Junge, ich pack's grad nimmer, ne? Ja, Digger. Wie viele Boxen gibst du mir? Also so ein paar mache ich mal auf, oder? Ja, ich geb dir mal ein paar Boxen. Oh, immerhin 5 verbleibende. Ja. Und ich hatte 9 und du kommst mit 14. Digga, es ist surreal einfach. Ich sag's dir ehrlich. Wann kommen die 15 und 16 verbleibende, ist die Frage, ne? 4. 4 wieder. Digga. 6 verbleibende. Okay. Der prähistorische Frank ist das, glaube ich, nicht Höhlenmensch Frank. Okay, lass mich noch 5 Boxen öffnen. Komm, erste. Ja. 3. Safe kann halt, ich nicht. Stell dir vor, ich habe noch legendäre Brawler in dieser Box drin. Ja, ey, das dann ist mit over. Jean, okay. 3. Okay. 4. 5. 5 verbleibende. Okay, gib mir noch eine 6. Box. Komm, ich sag dir, die ist es. Ist es wirklich? Okay. Jesus, sagst du? Okay, nee, die ist es nicht. Okay, dann mach mal.
Oh Junge, okay. Oh, aber bei mir blinkt nicht die 12. Nicht, ja, ich wollte schon also sagen. Die ist schlechter als deine. Ja, kommt drauf an, was drin ist. Wenn jetzt viele Brawler drin sind, weißt du? Okay, ich bin gespannt. Die 11 blinkt, Junge! Oh mein Gott. Ah, ist schon krank, ne? Digga, was? Oh mein Gott. Okay. Das ist unfassbar, okay. Boah, meine Hände sind richtig schwitzig, Jonas, wirklich. Das ist krank. Also ich habe gerade so diese OG-Kicks von damals. Oh, okay, ja. Ja, es ist wieder dieser Trick mit dem Hoheit-Rico-Skin, ne? Oh mein Gott. Es ist der Hoheit-Rico. Du hast aber noch was drin, glaube ich. Oder ist es nur der Pin, glaubst du? Ich weiß gar nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Oh mein Gott. Aber es war eine 14. Was hast du noch? Was? So Powerpunkte drin, stimmt. Oh, ja, Bro. RIP. Das war's komplett. Aber ey, guck mal, wie das einfach aussieht. Ja, ist krank, ne? Ach du Heilige. Auf geht's, damit kommen wir zu den letzten 10 Megaboxen hier im Opening. Oh. Mal schauen, ob wir mal Luck haben. Du hast mal was? Ich hab nochmal B. Ja. Oh, okay. 12 ich habe nichts. Epische. Ich habe einen Gem. Ja. Komm, nochmal irgendwas. Nix. 3, na, ist wieder nix. Komm, jetzt irgendwie. Und? 3, oh, ne? Oh, Miko nochmal. Nice. Wieder 3. 4? Das war's, ja. Und bei Lukas nochmal 4 und. Jetzt hast du noch 2 Brawler gezogen in den letzten Megaboxen, ne? Ja. Das ist okay. Okay. Wie immer, wenn ihr euch kostenlos supporten wollt, könnt ihr gerne ganz rechts meinen Creator-Code eintragen. Der heißt JoJonas. Gerne auch alle 7 Tage neu eintragen. Und bis dahin, haut rein. Danke für den krassen Support und bis zum nächsten Video. Ciao.